Great. Genau, sehr schön. Also, ich begrüße Sie zur vorletzten Sitzung unseres Seminars Literatur in digitalen Medien. Ich sage zumindest 30 Sekunden was dazu, weil wir jetzt ja aufs Ende zu gehen, an welcher Stelle im Seminar wir sind. Wir haben angefangen, uns generell mit der Frage der Digitalisierung auseinanderzusetzen. Wir haben uns beschäftigt mit der Frage, was die Digitalisierung für die Literatur auf einer ganz medientheoretischen Ebene heißt, was das Codieren, der Code heißt, warum der so relevant geworden ist, in welcher Form Texte vorliegen. Wir haben uns mit Methoden der Digital Humanities kurz, vielleicht zu kurz beschäftigt, aber das geht nicht anders, und haben dann einfach geschaut, inwiefern können wir uns aus dieser Perspektive des radikalen Medienwandels Literatur in digitalen Medien am Beispiel verschiedener Anwendungsfelder anschauen. Ja, wir haben uns mit Weblogs beschäftigt, wir haben uns mit rechtlichen Fragestellungen, ökonomischen Fragestellungen beschäftigt, wie sich Autorschaft der Leser verändert und so weiter. Haben das alles anhand von Beispielen gemacht, die wir uns angeschaut haben, haben versucht, Theorien darauf zu applizieren und haben jetzt in der letzten Sitzung uns den Bereich der praktischen Anwendungsbereiche für Sie jetzt ganz konkret auch in Ihrem Studium, in Ihrem späteren Berufsleben beschäftigt, haben uns erstmal die Web-Lehrredaktion, die wir hier im Studienfach Literatur und Medienpraxis haben, angeschaut und haben jetzt in dieser Sitzung, und damit sind wir bei unserem Gast, der uns aus München zugeschaltet ist, werden uns beschäftigen mit der Frage, was eigentlich Online-Schreiben im Medienbereich konkret heißt. In Deutschland gibt es vielleicht, sage ich jetzt mal so ganz großspurig, aber ich glaube nicht unzutreffend, vielleicht 10 Leute, die man da ganz wunderbar mal zuschalten könnte. Und Dirk von Gehen ist einer derjenigen. Dirk von Gehen leitet den Bereich Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung, ist groß und bekannt geworden als Leiter von jetzt.de, Redaktionsleiter von jetzt.de. Dafür gab es den Grimme Online Award. Er wird gezählt, das hört er mal ganz besonders ungern. Ich sage es aber trotzdem, zu den Alpha-Journalisten, die sich mit dem Bereich Online-Schreiben beschäftigen. Hat 2 tolle Buchprojekte, die auch rumgehen, glaube ich, vorgelegt, nämlich einerseits Mashup bei Surkamp erschienen und dann für unseren Kontext besonders spannend, ist auch schon thematisiert worden hier, eine neue Version ist verfügbar, das erste wirklich umfassend gelungene Crowdfunding-Projekt von einem Buch im deutschsprachigen Raum, wenn ich nicht irre, also auch da ganz innovativ, und Dirk von Gehen ist uns jetzt zugeschaltet und soll uns erstmal in einer Präsentation kurz zeigen, aus seiner Perspektive, was es eigentlich heißt, digital zu schreiben. Und wir haben danach die Möglichkeit, bis ungefähr 10 nach 11 mit ihm zusammen ins Gespräch zu gehen. Sie können Fragen stellen, Sie können mal ihm ein bisschen auf den Zahn fühlen. Sie können danach fragen, wie sich das alles weiterentwickelt oder auf die Präsentation eingeht. Das wäre so der Rahmen. Und Dirk, wir danken dir nochmal ganz explizit, dass du dich hier bereit erklärt hast, uns nochmal Input zu geben. Wir klopfen nochmal heftig auf den Tisch dafür. Das kann man gar nicht oft genug tun. Ich freue das sehr. Und ich würde sagen, starten wir mal mit der Präsentation. Vielen Dank. Wenn ich nur so klein im Bild bin, dann sieht man nicht, wie rot ich geworden bin bei dieser sehr freundlichen Begrüßung. Ich erzähle im Anschluss an diese zweiteilige kurze Präsentation, warum das alles ein bisschen hektisch ist bei mir. Vielleicht interessiert Sie und euch das noch. Diese Präsentation besteht aus 2 Teilen, mit denen ich Ihnen ein bisschen Literatur und Medienpraxis beibringen will. So heißt der Studiengang ja, glaube ich. Ich habe... diesen Punkt hier kann ich, glaube ich, überspringen. Moment. Das ist sozusagen gerade ja Teil der Vorstellung gewesen. Moment, warum so? Ich habe im letzten Herbst eine Präsentation gehalten vor Menschen, die wahrscheinlich gleiches Geburtsjahr sind wie Sie, in München, aber Kommunikationswissenschaften studieren, am Institut für Kommunikationswissenschaften und auch irgendwas mit Medien machen werden, aber nicht so literarisch getrieben. Und als ich diese Präsentation gehalten habe, die ich Ihnen jetzt kurz zusammengefasst auch zeigen will, habe ich vorab auf Twitter Kollegen, Mitarbeiter, Leser gebeten, unter dem zugegebenermaßen nicht besonders originellen Hashtag Giorno2014 Ratschläge für angehende Journalisten zu sammeln. Jetzt sind Sie Wissenschaftler, das heißt, Sie können das mit der gebotenen Distanz des Jahres 2015 jetzt untersuchen und wissenschaftlich einordnen, was im Jahr 2014 als Ratschlag galt. Sie können das alles unter diesem Hashtag natürlich auf Twitter auch noch finden. Und Sie können sich dadurch ein bisschen inspirieren lassen, was zumindest auf Twitter, die Meinung auf Twitter ist, was Menschen brauchen, die sich im Jahr 2014, 2015 mit dem Beruf des Journalisten befassen. Jetzt werden Sie zu Recht sagen, ich studiere Literatur und Medienpraxis, ich will vielleicht gar nicht Journalist werden.
Und das ist der erste Punkt, warum ich Ihnen das zeige. Ich glaube, dass journalistische Herangehensweisen an digitale Medienpraxis von jedermann, von jeder Frau verlangt werden in Zukunft. Man könnte vielleicht sogar sagen, wir werden alle Urheber, wir werden alle zu Journalisten. Und allein deswegen sollten Sie sich vielleicht damit befassen. Schauen Sie sich diesen Hashtag mal an. Ich habe aus diesem Hashtag dann versucht, der ist auch in meinem Weblog unter digitale Notizen auffindbar. Ich habe versucht, für die angehenden Journalisten des Instituts für Kommunikationswissenschaften 4 Ratschläge zu kondensieren, die auch für Sie relevant sein könnten. Ich zeige Ihnen die mal. Ich glaube, der erste Punkt ist, wie Journalismus in Zukunft aussieht, weiß heute niemand so genau. Das gilt nicht nur für Journalismus, ich glaube, das gilt auch für Literaturpraxis. In Wahrheit gilt das für alles, was mit Inhalten und mit der Distribution von Inhalten verbunden ist. Sie kennen alle die Sonntagsreden und den Pathos, den es gibt, wenn man vom Übergang der Gutenberg-Galaxie in eine andere Galaxie spricht. Vielleicht kann man das ein bisschen runterdampfen und den Blick darauf weiten, dass Sie Ihren Enkeln vermutlich mal davon erzählen werden, dass Sie an diesem Übergang daran beteiligt waren, wo Menschen angefangen haben, vom Papier auf Bildschirmen zu wechseln, wo die Distribution von Inhalten, die Verbreitung von Inhalten sich sehr fundamental verändert hat. Das Spannende dabei ist, es liegt an Ihnen, rauszufinden, was das bedeutet. Sie haben die Chance und die ärgerliche Veränderung, aber ich möchte es Ihnen als Chance erklären, Sachen mitzugestalten, auszuprobieren. Es ist noch nicht so festgefahren, wie das vielleicht vor 30 Jahren war. Sie können Fehler machen. Und ich möchte Sie ermutigen, egal ob Sie jetzt sagen, Sie sind Journalist oder Sie sind Literaturwissenschaftler oder womöglich Literat oder in einem anderen Feld der Medien tätig, machen Sie Fehler. Springen Sie ins Wasser, sind Sie bereit, nass zu werden und auch zu scheitern. Weil nur im Scheitern man tatsächlich lernt, was man in diesem neuen Umfeld, und auf das kommen wir jetzt gleich, anders machen kann. Was da für neue Möglichkeiten, aber vielleicht auch für neue Herausforderungen drin stecken. Was meine ich damit, wenn ich sage, wir müssen uns den digitalen Besonderheiten zuwenden? Ich erkläre Ihnen das mal am Beispiel einer sehr vereinfachten Medientheorie. Medien, die klassischerweise in einem Studiengang wie Literatur und Medienpraxis untersucht werden, sind allesamt Rampenmedien. Das ist jetzt kein Fachbegriff, aber es ist eine sehr taugliche Metapher. Diese Rampen funktionieren so wie ein Förderband an einer Supermarktkasse, wo Sie vorne Ihre Kondome, Ihre Tiefkühlpizza und die Flasche Schnaps draufstellen, was man halt so kauft, wenn man Literatur und Medienpraxis studiert. Ich merke, dass ich sehe an Ihren Gesichtern, dass Sie sich wiedererkennen an diesem Produktportfolio. Und es wird von der einen Seite zur anderen transportiert. Hinten und vorne sind nur über dieses Band verbunden. Es gibt keine weitere Verbindung von dem, der was absendet und bei dem es ankommt. Das Internet, der digitale Verbreitungsrahmen, ist aber ein Raum. Um es banal zu sagen, das Internet ist statt der Kassenrampe oder des Kassenförderbandes eine Party. Eine Party, auf der Menschen miteinander zusammentreffen. Und diese Party ist dann langweilig, wenn da niemand ist. Und sie gehorcht anderen Grundregeln als die Rampen, als die klassischen Medien, mit denen wir bisher zu tun hatten. Zum Beispiel verändert sich das, was Ihre und meine Tätigkeit verbindet, nämlich das Lesen als Rezipiententätigkeit. Lesen ist im digitalen Raum keine einsame Tätigkeit mehr. Lesen wird zu einem Gemeinschaftserlebnis. Menschen können beim Lesen etwas gemeinsam erleben. Und spätestens hier muss ich eine Vorbemerkung voranschicken, die ich eigentlich schon am Anfang hätte sagen müssen. Bitte, bitte, bitte tun Sie mir den Gefallen. Bewerten Sie nicht, was ich Ihnen sage, sondern versuchen Sie, das zu verstehen. Wenn ich sage, Lesen ist kein Gemeinschaftserlebnis, ist das von mir keine normative Wertung einer Veränderung, sondern ich versuche zu beschreiben, was sich verändert, ohne meine eigene Meinung direkt darüber zu stellen. Wenn Sie in Zukunft mit Literatur, mit Medien, mit Journalismus zu tun haben wollen, wenn Sie irgendwie gestalten wollen, wie sich der digitale Wandel vollzieht, dann hören Sie bitte auf, als allererstes zu fragen, finde ich das gut oder finde ich das schlecht? Versuchen Sie zu verstehen, was das bedeutet. Und die Tatsache, dass das Lesen
geöffnet wird für eine soziale Dimension. Sie haben in Ihrem Seminar, habe ich gesehen, über Social Reading viel gesprochen. Diese Veränderung zu verstehen, überfordert uns alle. Ihr Lehrpersonal, Sie selber und die Gesellschaft in Gänze, weil wir es nicht gelernt haben. Weil wir gelernt haben, dass Lesen eine kontemplative, in sich versinkende Tätigkeit ist. Wir haben nicht gelernt, dass Lesen eine soziale Dimension sein kann. Wir haben nicht gelernt, dass wir uns in einem Text treffen können, wie in einem Kinosaal oder in einem Fußballstadion oder in einem Konzertsaal. Und wenn ich Ihnen als vierten Punkt mach deine Hausaufgaben mit auf den Weg gebe, dann hat das auch damit zu tun, dass ich glaube, dass das, was wir tun, zuallererst Handwerk ist. Und wenn wir Handwerk lernen wollen, dann geht das nur, indem man es trainiert. Indem man also ausprobiert, was geht und sich versucht, darin zu perfektionieren. So, das ist der Punkt, den ich mit den Studierenden in München besprochen habe. Und Sie haben die völlig berechtigte Frage über Ihren Köpfen stehen. Und was hat das mit Literatur, / mit meinem Studium zu tun? Und dazu möchte ich Ihnen einen kurzen Film zeigen. Weil das, was ich transportieren wollte, sich, glaube ich, darüber ganz gut gezeigt hat. Mir geht es dabei um den Umgang, wie wir auf den Forschungsgegenstand blicken, auf das, was wir hier produzieren und was Sie untersuchen, nämlich auf den Schnee. Der Pumuckl schaut den Schnee an, so wie wir Texte anschauen. Und wir wundern uns, dass diese Texte, wenn sie ins Internet wandern, also in einen neuen in ein neues Umfeld kommen, in eine höhere Temperatur, in eine neue klimatische Bedingung, dass sie ihren Aggregatzustand wechseln. Und der Pumuckl, der in dem Umgang mit Schnee nicht besonders vertraut ist, beziehungsweise den Schnee nur aus den klimatischen Bedingungen kennt, wo es sehr, sehr kalt ist, der ist sehr verwundert und denkt, der Schnee habe sich sei sozusagen verschwunden, er sei gestohlen worden. Sie alle wissen, dass wenn Sie sich einen Schneeball auf die Hose legen und dann in ein Seminar gehen, dass dieser Schneeball auf gar keinen Fall verschwunden ist, sondern seinen Aggregatzustand gewechselt hat. Und ich glaube, dass das, was über Ihnen schwebt und über dem schwebt, was gerade Literatur ausmacht, Kunst, Kultur im digitalen Raum ausmacht, vergleichbar ist mit diesem Bild aus der Pumuckl-Folge. Diese Metapher ist jetzt nicht wissenschaftlich stichhaltig, sie fasst aber meiner Meinung nach ziemlich gut zusammen, was gerade passiert. Ich illustriere Ihnen das an einem anderen Bild, das kennen Sie vermutlich alle. Das ist ein Screenshot einer Microsoft Word-Dokumentenvorlage. Das ist ein Dokument, das Sie in Word anlegen können. Und dieses Bild haben Sie, auch wenn Sie andere Textverarbeitungsprogramme nutzen, egal ob Sie Google Docs nutzen oder Open Office oder welche Dienste auch immer, alle tun so, als würden Sie ein DIN A4-Blatt einspannen in eine Schreibmaschine. Warum tun diese Programme so? Ja, nicht, weil Sie wirklich ein DIN A4-Blatt einspannen, denn das würde Sie verrückt machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal versucht haben, auf einem DIN A4-Blatt auf einer Schreibmaschine streng linear einen Text zu schreiben. Es würde nicht gelingen. Sie sind daran nicht mehr gewöhnt. Sie können das nicht. Ich kann das auch nicht. Wir können das alle nicht mehr. Wir müssen es auch nicht mehr, weil die digitalen Publikationsmöglichkeiten uns erlauben, anders mit Text umzugehen. Trotzdem ist die Metapher, die uns vorgesetzt wird, immer die Sie gerade sehen. Sie ist immer eine Metaphorik des Papiers. Es ist immer eine Metaphorik des, Sie spannen jetzt ein Blatt in eine Schreibmaschine ein. Und wenn Sie sich mit der Frage beschäftigen, wie verändert sich Literatur in der Digitalisierung, dann müssen Sie sich als allererstes die Frage stellen, warum wir glauben, dass ein Textverarbeitungsprogramm im Digitalen am besten dargestellt ist, wenn es so aussieht wie eine Schreibmaschine. Und Sie haben in diesem Bild alles verstanden über die Verkrustung von Universitäten, über das Problem der mangelnden Bereitschaft, Sachen zu ändern und über das Problem, warum niemand sich der Digitalisierung öffnen will. Weil wir alle glauben und es jeden Tag beim Schreiben eines Dokuments unter die Nase gerieben bekommen, dass eine Schreibmaschine eine stilgebende Metapher fürs Schreiben sein könnte. Dieses Bild zeigt, warum wir mit der Digitalisierung uns so schwer tun. Ich glaube, dass wir stattdessen Text wie Quelltext denken müssen, nicht mehr wie Schreibmaschinentext. Sie müssen nicht programmieren können, aber Sie müssen verstehen, was der Aggregatzustand digitalen Textes ist. Sie müssen verstehen lernen,
worin sich der Schnee vor der Tür und in der Werkstatt des Meister Eders unterscheidet. Und er unterscheidet sich dadurch, dass er im Digitalen wie Quelltext behandelt wird. Dass er zum Beispiel in Versionen vorhanden ist. Digitalisierung bedeutet, dass der Text auf eine neue Ebene geführt wird. Dass Text so funktioniert wie Quelltext, dass er, ich habe es zusammengefasst mit drei Unterpunkten, als Software zu verstehen ist. Everything that can be software will be, ist ein nicht mehr klar einem Urheber zuzuordnender Slogan, den ich definitiv auch für Kultur verstehe. Kultur wird durch die Digitalisierung wie Software. Wir müssen Kultur so verstehen, wie wir Software verstehen. Wenn Sie sich einen Browser installieren, ist es für Sie vollkommen normal, dass der in Versionen vorliegt und dass es Updates gibt. Wenn Sie sich ein Buch kaufen, dann wird Ihnen suggeriert, das sei abgeschlossen und fertig. Das liegt einzig und allein daran, dass Bücher in der analogen Distribution als fertig angesehen werden mussten, weil es nicht anders ging. Es ist ein soziales Konstrukt. Es hat nichts damit zu tun, dass Literatur per se so sei, sondern die Distributionsbedingungen des Analogen haben ihren gesamten Studiengang dazu gebracht, zu glauben, ein Buch sei das, was zwischen zwei Buchdeckeln sei. Das ist natürlich Unsinn. Es war eine historische Übergangsphase, in der ein Buch so definiert wurde. Und wenn Sie mit Literatur in irgendeiner Form in den nächsten 50 Jahren zu tun haben wollen, dann lösen Sie sich am besten jetzt sofort von der Vorstellung, ein Buch sei das, was zwischen zwei Buchdeckeln unveränderlich aufbewahrt wird. Das ist eine historische Zwischenphase gewesen und ein Buch wird in Zukunft das sein, was Software heute schon ist. Ein versioniertes, in prozesshaften zu verstehendes, flüssiges Produkt. Die Abgeschlossenheit eines fertigen Buches muss nicht mehr beim Drucker entstehen, nicht mehr beim Absender, sondern sie kann beim Empfänger entstehen. Sie können selber sagen, welche Version für Sie gerade relevant ist. Da gibt es soziale Konventionen dazu. Schauen Sie sich an, wie die Wikipedia funktioniert, die genau das tut. Die Wikipedia ist sozusagen die Softwareversion eines Lexikons. Und wenn Sie verstehen wollen, wie unser aller Beruf sich in den nächsten 5, 10, 50 Jahren verändert, dann versuchen Sie zu verstehen, wie die Wikipedia versteht. All das wird gespeist aus dem dritten Punkt, aus der digitalen Kopie. Weil Inhalte von Ihrem Träger abgelöst werden, sind sie identisch duplizierbar. Und wir haben jahrelang den Fehler gemacht, zu glauben, damit würden wir einen Raub am Original begehen. Wenn Sie ein Kunstwerk kopieren, ein MP3, eine Textdatei, ein PDF, ein was auch immer, dann haben wir immer gedacht, Sie würden damit dem Originalwerk schaden. Ich glaube, dass wir anfangen müssen, darauf zu achten, was sich beim Kopieren verändert. Und es verändert sich nicht der Inhalt, sondern es verändern sich die Metadaten. Wenn ich Ihnen jetzt gleich eine Datei schicke, dann haben wir die identisch gleiche Datei. Sie unterscheidet sich einzig und allein im Zeitstempel. Meine Datei ist älter als Ihre. Wir gucken aber die ganze Zeit und Ihr ganzer Studiengang besteht daraus, dass Menschen dafür bezahlt werden, dass sie sich Inhalte angucken. Die Inhalte sind aber natürlich identisch, weil meine Datei genau die gleiche ist wie Ihre. Der Wert könnte also darin entstehen, wo sich diese beiden Dateien unterscheiden. Also in den Metadaten. Vielleicht müssen wir anfangen, das digitale Kopieren nicht mehr als Raub am Original zu verstehen, sondern zu beachten, was da neu geschaffen wird. Nämlich ein neuer Zeitstempel, neue Metadaten, neue Kontexte. Und ich glaube, dass Literatur und Medienpraxis in Zukunft sehr viel mehr davon lebt, dass sie Kontexte untersucht und nicht Content. Wenn wir das zusammenfassen, Moment, dann möchte ich Sie mit diesem Bild in eine Diskussion entlassen. Das ist ein Bild aus dem Pariser Louvre und es ist auf Imgur unter dem Hashtag First World Anarchist nachzuvollziehen. Ich weiß nicht, ob Sie es groß genug sehen können. Ja. Man sieht dort Menschen, die allesamt eine Kopie bewundern und fotografieren. Denn die Mona Lisa, die Sie dort sehen, ist an den allermeisten Tagen des Jahres gar nicht das Original, das Da Vinci gemalt hat, sondern eine Ausstellungskopie. Weil all die Menschen, die davor stehen, das so anschwitzen würden, dass dieses Bild überhaupt nicht mehr existiert.
All die Leute gehen daher aber hin, zahlen 15 Euro Eintritt im Louvre und stellen sich in eine lange Schlange, weil sie sozial annehmen, das sei das Original. Weil sie eine unausgesprochene Konvention haben, dass das, was sie da sehen, Bedeutung hat. Und deswegen fotografieren sie das. Meiner Meinung nach ist der Typ, der sich umdreht und die Leute fotografiert, die das Bild fotografieren, derjenige, der verstanden hat, wie die Digitalisierung geht. Also um es zusammenzufassen, wenn Sie nachher in der WG oder Ihren Eltern erzählen, was Sie heute gelernt haben, dann sagen Sie, wir haben eine Pumuckl-Folge angeschaut, bei der es um Schnee ging. Und wir haben Leute gesehen, die in einem Museum die Zuschauer fotografieren. Und ganz im Ernst und ohne Spaß, wenn Sie das verstanden haben, haben Sie mehr über die Digitalisierung verstanden als einige Ihrer, in der Uni Essen kann ich es nicht sagen, aber als zahlreiche Professoren an der Uni München. Die Digitalisierung besteht darin, dass wir aufhören, so zu tun, als sei der Content ein unveränderbarer, abgeschlossener, finalisierter Monolith und verstehen, dass er in Versionen vorliegt und dass sein Wert entsteht durch Leute wie diesen Mann da, der verstehen, dass das Internet ein Raum ist, in dem sozialer Austausch stattfindet. Damit möchte ich es gerne belassen, damit wir in eine Diskussion kommen können. Und am Ende der Diskussion erzähle ich Ihnen, warum ich doch nicht ganz so viel Zeit hatte, wie ursprünglich geplant, weil ich nämlich ein kleines, fast schon literarisches Projekt heute noch gestartet habe. Dann gibt es jetzt erstmal großes Freude auf unserer Seite. Und ich hoffe, dass Sie gemerkt haben, dass das, was wir gerade aus der Praxis hören, von uns im Seminarverlauf eigentlich ganz gut vorbereitet worden ist, weil Sie an sehr, sehr vielen Stellen zu all diesen Thesen eigentlich auch schon Wissen akkumuliert haben, dass Sie jetzt mal eigentlich auch hier mit einer Praxisperspektive und natürlich auch einer theoretisch durchdrungenen Praxisperspektive kurz schließen können. Und meine Frage wäre, ob Sie dazu konkrete Fragen haben, ob Sie da sagen würden, da ist Ihnen einiges nicht klar, ob Sie an manchen Stellen bezogen auf die Thesen von Herrn von Gehen geradezu entsetzt sind und Unbehagen äußern wollen, oder ob Sie sagen, ja, das klingt ja alles schön und gut, was heißt das aber jetzt konkret für Ihre Arbeit? Im Kontext der Süddeutschen Zeitung beispielsweise. Gibt es Ihrerseits Fragen, Perspektiven, Irritationen? Oder sagen Sie, was für dich und dein Zeitbudget ja ganz toll wäre und für mich auch, das wussten wir ja schon alles, das haben wir alles schon im Seminar bearbeitet, würde ich sagen, in der Intensität, in der Radikalität natürlich jetzt auch noch nicht. Ja? Gibt es dazu erstmal Beiträge? Sie dürfen mir auch gerne widersprechen, wenn Sie anderer Meinung sind. Okay, ich sehe schon, Sie sind alle noch an dem Supermarktproblem hängen geblieben, was Sie auf das Förderband legen. Sehe ich das eigentlich richtig, dass da nur ein Mann anwesend ist, außer dem Dozenten? Nein, es sind vier außer mir. Ah, okay. Das hat sich tatsächlich in Lumen ein bisschen geändert. Okay, dann machen wir auf jeden Fall aus, dass es mindestens eine männliche und eine weibliche Frage noch gibt. So lange bleibe ich zwingend in der Leitung. Sie haben jetzt die Chance, mit dem zu kommunizieren, der ansonsten auch anderes zu tun hätte. Also. Ja. Wo sehen Sie denn für uns als potenzielle Berufsanfänger in ein, zwei Jahren so die drei, vier wichtigsten Attribute, die wir mitbringen sollten in einem digitalen Arbeitsleben? Das ist toll. Ich habe Sie tatsächlich nicht gesehen, deswegen bin ich froh, dass Sie jetzt eine Frage stellen. Sie sind genau auf der Kante für mich. Wenn Sie sich jetzt zurückbeugen, dann ist die Frage für mich aus dem Nichts gekommen. Ich versuche sie aber sozusagen so konkret wie möglich zu beantworten. Realistischerweise muss man sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob es in zwei, drei Jahren, da gehe ich davon aus, dass es in zwei, drei Jahren die Medien schon noch gibt, aber ob sie so funktionieren, wie sie heute funktionieren. Ich weiß nicht, ob Institutionen wie die Literaturkritik oder große Verlage oder auch kulturelle Förderung, in Deutschland läuft ja viel im Bereich der Kultur auch darüber, dass es staatlich gefördert ist. Das weiß ich nicht, wie das in zwei, drei Jahren ist. Ich bin mir nur bei einer Sache sicher, und aus der würde ich ableiten, was ich auf Ihre Frage antworte, dass Sie sich darüber im Klaren sein müssen, dass Sie sehr viel mehr um das kämpfen müssen, was Sie machen wollen. Das wird Ihnen sozusagen nicht in den Schoß fallen, beziehungsweise umgekehrt formuliert, Sie haben heute viel mehr Möglichkeiten,
sich zu positionieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der ganz literarischen Praxis. Wenn Sie ein Buch schreiben wollen, dann hatten Sie vor 20 Jahren eigentlich nur die Möglichkeit, einen Verlag zu finden, der Ihnen dabei geholfen hat. Und dieser Verlag musste dann sozusagen auf Sie vertrauen. Das sind wahnsinnig tolle Geschichten, die man nachlesen kann von Michael Ende, über dessen literarischen Werk man streiten kann, aber der, glaube ich, 11-mal abgelehnt wurde von Verlagen, ehe irgendjemand sich bereit erklärt hat, ihm sozusagen sein Manuskript zu Jim Knopf abzukaufen. Ich weiß nicht, ob Sie die Geduld haben, 11-mal mit Ihrer Idee gegen eine verschlossene Tür zu laufen. Das ist sozusagen eine völlig unabhängig von der Digitalisierung wichtiger Hinweis, dass vielleicht auch die, die vermeintlich als groß gelten, das immer wieder tun mussten. Der zweite Punkt ist, dass Sie das heute natürlich ohne einen Verlag tun können. Wir werden gleich noch zwei Sätze über das Crowdfunding reden. Suchen Sie sich Ihre Öffentlichkeit. Versuchen Sie rauszufinden, worin Sie richtig gut sind und wofür Leute bereit sind, Ihnen Aufmerksamkeit zu schenken. Und das können Sie rausfinden, indem Sie einfach selber in dieses Wasser reinspringen. Das ist für Wissenschaftler immer ein bisschen schwierig, weil Wissenschaft per se darin definiert ist, dass sie am Beckenrand steht und sagt, ja, kraulen geht so und das sieht so aus, als wäre jemand nass geworden. Ich glaube, dass auch gute Wissenschaft sich dadurch auszeichnet, dass sie im Wasser sich befindet. Nicht ständig, aber durchaus auch. Also bitte machen Sie was. Probieren Sie Goodreads aus. Legen Sie sich einen Twitter-Account an und schreiben Sie selber Texte in Versionen. Versuchen Sie zu verstehen, wie GitHub funktioniert und teilen Sie mit Ihren Kollegen, wenn Sie eine Seminararbeit schreiben, Google Doc-Versionen. Versuchen Sie, den digitalen Aggregatzustand zu verstehen. Versuchen Sie, sich in das neue klimatische Umfeld zu begeben. Das klingt jetzt alles extrem banal und viel lieber würde ich Ihnen sagen, schreiben Sie den großen Wenderoman und Sie werden entdeckt, aber das ist absurd. Machen Sie das, was vor Ihren Füßen liegt. Die Medienbranche ändert sich gerade so schnell und so rapide, dass Sie eine unfassbare Chance darin haben, jetzt Techniken zu erlernen, die Ihnen helfen werden. Ich sage das jetzt nicht zum ersten Mal. Sie haben gerade die Präsentation gesehen, die ich hier in München gehalten habe. Das Lustige ist, dass Sie sitzen jetzt also 20 Leute, von denen zwei maximal heute Nachmittag überlegen, ob sie einen Twitter-Account anlegen. Die anderen werden sagen, ja, ist ja ganz interessant, das Semester ist jetzt bald zu Ende. Außerdem, was machen wir jetzt eigentlich an Karneval? Ich glaube, dass der entscheidende Punkt ist, dass Sie sich damit konfrontieren, es wird nicht per se Ihnen ein Job in den Schoß fallen. Sie müssen sich den selber aufbauen. Ich weiß nicht, womit ich in 5 Jahren Geld verdiene. Deswegen kann ich Ihnen realistischerweise nicht sagen, womit Sie das tun sollen. Klare Ansage. Weitere Fragen? Also die männliche Runde hat jetzt schon einen Punkt gemacht. Jetzt Leute mit Haaren, die länger sind als 5 Zentimetern. Ah, hier vorne aufatmen. Wie sieht's aus? Sonst können Sie ja noch mal kurz nachdenken. Kannst du ja vielleicht kurz noch mal beschreiben. Das wäre auch das, was mich dann noch mal interessieren würde, was du gerade in der Pipeline hast. Und ich glaube, ich lasse Sie nicht eher aus dem Raum, als dass Sie noch mindestens eine weitere Frage gestellt haben. Ja, wir können ja auch folgenden Deal machen. Wenn keine Frage mehr kommt, müssen alle Anwesenden das Produkt kaufen, was ich gerade ins Internet gestellt habe. Deswegen, ich höre keine Fragen mehr. Okay, dann machen wir es so. Die Geschichte ist die, ich habe heute ein neues Crowdfunding-Projekt gestartet, was in der Form sozusagen kein klassisches Crowdfunding ist, sich aber auf der deutschen Crowdfunding-Plattform Startnext wiederfindet. Dort finden Sie seit heute ein Longreads-Magazin der Süddeutschen Zeitung. Als Longreads bezeichnet man lange Lesestücke, die, um es mal in Ihrer Sprache auszudrücken, fast schon Literatur sind. Also Texte, die eine gewisse Breite und Länge haben und die sich überzeitlich mit Entwicklungen beschäftigen und in der Süddeutschen Zeitung erschienen sind. Interviews, Essays, Reportagen. Im angelsächsischen Raum ist der Bereich des Longform-Journalismus sehr populär schon und wir versuchen einen Markttest, in dem wir Leser in die Entstehung dieses Produktes mit einbinden. Das heißt, man kann ab heute dieses Produkt zu einem Subskriptionspreis kaufen und am 31. März bekommt man es dann. Und das ist sozusagen ein Zwischenprodukt, wenn Sie jetzt nicht die SZ abonnieren wollen, was ich Ihnen dringend empfehle, aber wenn Sie da sich
jetzt gegen Sperren. Können Sie Süddeutsche Zeitung Langstrecke, so heißt das Projekt, ab heute im Internet kaufen? Und das ist jetzt mir persönlich natürlich noch wichtiger als Ihre private Entwicklung, zu der ich Ihnen jetzt gerade schon einen Ratschlag gegeben habe. Deswegen, wenn Sie heute Nachmittag überlegen, Twitter-Account anlegen oder dieses Heft kaufen, von dem der erzählt hat, kaufen Sie auf jeden Fall erstmal das Heft. Das ist nämlich ein sehr spannendes Produkt, das Sie sehr viel schlauer machen wird. Es erscheint viermal im Jahr und jetzt wieder den Spaß-Werbemodus aus. Es zeigt, wie sich Journalismus verändert. Das ist für Sie das Interessante. Ich bin Journalist, ich habe die Journalistenschule besucht in München und kümmere mich eigentlich um die Produktion von Inhalten. Was ich jetzt bei dem Projekt gemacht habe, ist, dass ich eine ganze Geschichte um dieses Produkt versucht habe zu erzählen. Und jetzt gerade können Sie unter startnext.de/langstrecke sehen, ob das funktioniert oder nicht. Also man kann jetzt sehen, wie viele Leute das kaufen. Und das ist einerseits schön, das kann andererseits aber auch sehr unangenehm werden. Denn wenn das nicht genügend Leute kaufen, ist das für mich unangenehm, ist es für die Zeitung unangenehm und es ist ein bisschen wie eine Party veranstalten. Das haben Sie alle schon gemacht. Sie laden ganz viele Leute ein und es ist genau die halbe Stunde, bevor alle kommen. Und auf einmal schleichen sich so Zweifel ein, ob tatsächlich alle kommen oder ob es nicht noch eine andere Party gibt und ob sie am Ende alleine da sitzen mit den Sachen, die sie alle im Supermarkt eingekauft haben. Und das ist eine komplett veränderte mediale Landschaft zu dem, wo ich vor 20 Jahren angefangen habe mit diesem Beruf. Ich bin gerade in einer komplett neuen Situation und die ist für Sie insofern spannend, weil ich glaube, dass davon sich auch viel für Literatur verändert. Das ist jetzt ein Projekt, das bei der Süddeutschen Zeitung funktioniert. Hoffentlich, ich habe das Ganze sozusagen so ähnlich ja schon mal für mein eigenes Buch gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert und es ist der Beweis für das, was ich Ihnen vorhin mitgegeben habe. Ich glaube, es funktioniert nur was Neues, wenn man bereit ist, damit auch zu scheitern. Und das ist das, was ich gerade versuche und was jetzt sozusagen genau in der Sekunde, als das Seminar begonnen hat, live gegangen ist. Und du hast jetzt schon 65% des mindest erwarteten reingekommen. Das läuft noch 55 Tage, also es geht wohl offenbar laufen. Ja, es ist, das ist sozusagen die Summe von 100 Euro, die steht da nur pro forma. Die darf man sozusagen nicht zu ernst nehmen. Aber das ist auf der Seite erklärt, also da, wenn Sie mögen, schauen Sie da mal rein. Das schauen wir uns gleich auf jeden Fall an. Haben Sie denn noch eine Frage? Also wir brauchen noch eine, wenn man so möchte, Herr von Gehn hat es ja offensiv eingefordert, mindestens eine weibliche Frage und ansonsten würden wir ihn dann auch wiederum in seine Crowd des Fundings entlassen. Sie haben jetzt nochmal die Chance, nach München zu fragen. Herr Barth. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass Internet ein sozialer Raum ist und in diesem sozialen Raum Content veränderbar ist, hieße das dann nicht für journalistische Arbeit im weitesten Sinne, dass man den Content, den man da produziert, über die Kommentarfunktion hinaus, die es ja im Internet schon gibt, eigentlich öffnen müsste für neue Einschübe für also den Text oder den Artikel, den man produziert hat, im Nachhinein auch verändern kann, vielleicht auch von Leserseite verändern kann. Kennen Sie, die Antwort auf Ihre Frage ist ganz einfach ja. Sie stimmen mich sehr froh, weil Sie das Lernziel meines kleinen Vortrages zu 100% erreicht haben. Ich möchte darauf hinweisen, dass es in Ihren ECSS-Punkten angemessen gewürdigt wird später. Die Frage, die Sie stellen, ist genau die Frage, die man sich jetzt stellen muss, wenn man digitale Produkte entwickeln will. Wir arbeiten da gerade dran, hier bei der SZ, ohne eine Lösung zu haben. Das Spannendste, was meiner Meinung nach da gerade im Netz verfügbar ist, ist die Seite Rap Genius. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, die heißt mittlerweile nur noch genius.com. Und basiert auf einer Seite, die mal begonnen hat, damit Lyrik von, also Song-Lyrics, Liedtexte zu sammeln und diese zu annotieren, das heißt im Text zu kommentieren. Und die Leute, die die Genius heute betreiben, mit sehr viel Startup-Kapital finanziert, haben ein Tool entwickelt, das jede Seite im Netz, jede Seite im Netz kommentier- und annotierbar macht. Das heißt,
Man kann auf die LUM-Seite gehen, auf das Profil Ihres Dozenten und seinen Namen markieren und hinschreiben, bester Dozent der ganzen Uni zum Beispiel. Oder auch nicht, das überlasse ich sozusagen Ihnen. Ich habe aber in Ihren Gesichtern die Zustimmung gesehen, als ich das gesagt habe. Dieses Tool ist noch nicht live, also wenn Sie jetzt sofort losgehen wollen und sich einschleimen, das klappt jetzt noch nicht, sagen Sie es ihm einfach so. Aber dieses Tool basiert genau auf dem, was Sie nachfragen. Ich kann einen Inhalt in unterschiedlichen Fassungen darstellen und der Wert eines Inhalts, der auf genius.com vorliegt, entsteht dann auch über die Annotation. Also Sie können nicht mehr nur sagen, hier ist das neue Buch von keine Ahnung wem und das ist per se ein Monolith, sondern der Wert dieses Buches entsteht, weil ich daneben Kommentare und Anmerkungen von jemandem habe, der zum Beispiel komplett anderer Meinung ist. Und ich bin davon überzeugt, dass wir in Zukunft Annotationen, also Kommentare am Text, zu einem literarischen Werk hinzukaufen können, wie wir heute besondere Flavors irgendwie kaufen können, Geschmacksrichtungen, Zugänge, personalisierte Wertschöpfung sozusagen. Und das, was Rap Genius macht, ist da das Spannendste, aber wenn Sie sich mal mit Annotationen beschäftigen, meiner Meinung nach das große Thema, dann werden Sie feststellen, dass es da noch eine Menge mehr gibt. Die Antwort war eigentlich ja auf Ihre Frage. Hat es das irgendwie beantwortet? Ja. Danke. Ja, noch eine Ergänzung. Ja. Wie vereinbaren Sie das denn, dass Sie dass Ihr Arbeitgeber ein Printmedium ja ist, aber Sie im Prinzip nur die digitale Welt in den Vordergrund stellen? Sagen Sie im Prinzip, dass das Buch in 10, 20 Jahren komplett obsolet geworden ist oder wie ist da Ihre Meinung zu? Das Buch als Haltung, als Perspektive, als Metapher wird es ewig geben. Aber das ausgedruckte Exemplar als Manifestation dieses Bildes, das wird an Bedeutung verlieren. Ich würde Ihre Frage genau andersrum beantworten. Mein Arbeitgeber oder das, was wir sozusagen als die relevanten Chefs hier, sind begrenzt aufs Papier und ich habe die Möglichkeiten, zusätzlich den digitalen Raum zu bespielen. Wir müssen sozusagen, glaube ich, den Blick drehen und nicht sagen, dass auf Papier ist das Zentrale und dann da gibt es da drunter programmbegleitend was Digitales. Meine Perspektive ist mittlerweile, es gibt das Digitale und dann gibt es begleitend noch was auf Papier. Das Digitale schafft den Wert, das Digitale ist der Treiber und meiner Meinung nach, was nicht digital ist, existiert nicht in meiner Wahrnehmung. Das ist für mich sozusagen in dem öffentlichen Diskurs nicht mehr greifbar. Deswegen drehe ich diese Perspektive um und der Begriff Zeitung hat anders als Newspaper ja seinen Verbreitungsweg nicht in sich. Also wenn ich vorhin gesagt habe, Ihre Enkelkinder werden Sie fragen, wie es damals war, werden Sie sagen können, ich kann mich noch erinnern, als Zeitung nur Papier bedeutet hat. Ich glaube, dass wir in Zukunft Zeitung zum Beispiel auch für digitale Transportwege verstehen werden und das verändert sich gerade. Aber auch die Frage fand ich gut. Noch mal ganz viele Punkte für Sie. Kriegen Sie überhaupt einen Schein? Das kriegen alle sowieso, weil es ein sehr schönes Seminar war, wie ich jetzt mal kurz sagen darf. Also man muss sich hier nicht noch zusätzlich qualifizieren. Jetzt kommt aber die Masterfrage des Dozenten, der sich bei dir wiederum für ECTS-Punkte qualifizieren möchte. Mich würde nämlich tatsächlich interessieren, und ich weiß, dass es womöglich heikel ist, aus dem eigenen Hause zu berichten. Aber die konkrete und praktische Medienarbeit, die ja konkret von den Studierenden hier in 2, 3 Jahren wahrscheinlich gemacht werden wird, wird ja sicherlich sich auch mit Kämpfen zwischen, ich sag mal, den Print-Leuten und den Online-Leuten und so weiter beschäftigen. Und es gibt ja nur etliche Verwerfungen, gab es beispielsweise beim Spiegel und so weiter. Wie ist denn deine Perspektive auf solche Kämpfe? Was würdest du denn jemandem raten, der zum Beispiel ganz konkret gerade, sei es in einer Werbeagentur, bei einer Lokalzeitung und so weiter ist, wie vertritt man da eigentlich seine eigenen Positionen am geschicktesten? Wie geht man mit solchen Auseinandersetzungen auch um? Ich glaube, dass Kämpfen nicht zu einem Ziel führt. Es gibt wahnsinnig starke, beharrende Kräfte, die das Digitale nicht mögen, abwerten und für wertlos erachten.
Ich bin davon überzeugt, dass alle, die das tun wie Hunde, die bellen. Die fühlen sich angegriffen und haben Angst. Alle Kämpfe, die sie sehen beim Spiegel und in anderen Medienhäusern, aber sie sehen die auch in literarischen Verlagen oder in öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sie sehen die auch in Universitäten übrigens, wenn sie genau hingucken. Diese Kämpfe speisen sich alle aus der Angst der Etablierten, dass da etwas passiert, was sie nicht verstehen und was ihre Reputation gefährden könnte. In München wird gerade eine riesige Debatte darüber geführt, ob hier ein Konzertsaal neu gebaut werden soll. Das hat erstmal überhaupt nichts mit Digitalisierung zu tun. Und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, schauen Sie sich mal diese Debatte an. Das ist nur eine Debatte über Deutungshoheit. Klassische Musik, ich will mich dazu überhaupt nicht äußern, ob die wertvoll ist oder nicht, die einzig und allein durch öffentliche Gelder gefördert wird, beklagt sich jetzt darüber, dass sie nicht einen kompletten Konzertsaal neu gebaut bekommt, sondern dass der alte Saal neu restauriert wird, entkernt und verbessert wird. Das Ganze begründet sich einzig und allein darauf, dass die Akustik in diesem Konzertsaal so schlecht sei, dass man den Wert der Musik dort nicht angemessen wahrnehmen kann. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Es wäre so, als würden Sie sagen, Sie sind nicht bereit, in dieser Universität etwas zu lernen, weil die grüne Fluchtlampe hinter Ihnen eine Strahlung ausstrahlt, unter der es Ihnen unmöglich ist zu lernen. Und deswegen verlangen Sie, dass mindestens 500 Millionen Euro investiert werden, damit die Akustik in diesem Saal besser ist. Das ist eine Debatte, die nicht von Vernunft, sondern rein von Ideologie, von quasi religiöser Perspektive auf Kultur getrieben ist. Wenn Sie da sagen, dass in einer Stadt wie München gleichzeitig Kinder in Kindergärten gehen, wo sie morgens nicht gefrühstückt haben und nur die Frage stellen, ob die Priorität richtig gesetzt ist, dass die Akustik in einem Konzertsaal gut sein muss, mal abgesehen davon, dass hier der öffentliche Nahverkehr jeden Tag zusammenbricht und es richtig große Probleme gibt in der Grundversorgung. Und ob es da sinnvoll ist, 500 Millionen Euro, und das wird ja wie bei der Elbphilharmonie dabei ja nicht bleiben, die Frage zu beantworten, ob das sinnvoll ist, dieses Geld zu investieren, damit die Akustik sinnvoll ist. Für 2000 Leute, ja, das sind so viele, wie bei Rot-Weiß Essen jedes Wochenende hingehen. Da reden wir nicht von den großen Vereinen des Ruhrgebiets. Für 2000 Leute, von denen maximal 100 die Akustik erkennen, wird diese Summe diskutiert. Öffentliche Gelder. Gelder, die niemand durch seine Leistung eingeworben hat, sondern die einzig und allein aus der Diskussion entspringen, dass Leute Reputation mit Kultur verbinden. Sie sagen, das ist klassische Kultur, die muss so finanziert werden. Ich stelle das überhaupt nicht in Frage. Schon heute ist jeder Sitz in der Philharmonie mit über 100 Euro subventioniert. Aber wenn Sie diese Diskussion sich angucken, dann wissen Sie, gegen welche Wände Sie laufen werden, wenn Sie sagen, ich stelle den Wert des Werkes in Frage, weil das Werk sich woanders herleitet. Das heißt, Sie begehen in einer Welt, die religiös sich auf das Werk und auf den Geniebegriff konzentriert hat, allerschlimmste Blasphemie. Sie stellen nämlich das Grundkonstrukt dieses Kulturglaubensbekenntnisses in Frage. Und da werden Sie mit Widerständen zu kämpfen haben. Deswegen würde ich Ihnen dringend dazu raten, sich in diese Kämpfe gar nicht zu begeben, sondern Beispiele zu zeigen. Prototypes of a better tomorrow. Zeigen Sie kleine Beispiele, mit denen Sie beweisen können, dass das, was Sie im Digitalen tun, wertvoll ist. Zeigen Sie, dass Sie damit Leser erreichen können. Zeigen Sie, dass das in sich funktioniert. Dass es immer noch kleiner ist als die Reichweite der Bild-Zeitung. Das mag dahingestellt sein, aber Sie erreichen die Leser. Sie lernen die Mechanismen kennen. Sie verstehen, wie das Prinzip ist. Und begeben Sie sich nicht auf die Diskussion. Sie haben gemerkt, dass ich mich da sehr für begeistern kann. Mit den Leuten, die einfach mal aus dem Nichts 500 Millionen Euro aus dem Ärmel schütteln können, um einen Konzertsaal zu bauen. Mit dieser Summe von 500 Millionen Euro, wenn Sie davon nur 10% nehmen würden, könnten Sie einfach einen herausragenden Amazon-Konkurrenten ins Netz stellen, indem wir Social Reading praktizieren können, ohne dass das ständig von jemandem kommerziell ausgewertet wird. Also ich würde mal sagen, eine digitale Bibliothek ins Netz stellen. Lesesäle schaffen, digitale Räume schaffen, in denen wir abseits von kommerzieller Verwertung uns bewegen können. Von 5% dieser 500 Millionen Euro, die hier nur in München, in Berlin wird es auch gebaut und in die Elbphilharmonie in Hamburg hat genau das gleiche Fiasko. Wenn Sie nur 5% von diesem singulären Projekt in München nehmen würden, könnten Sie jedem Schüler in Essen
und in Duisburg noch dazu Webspace zur Verfügung stellen, wo er ausprobieren kann, wie er sich im Internet bewegen soll, ohne dass Amazon, Facebook oder Google jeden dieser Schritte kommerziell auswertet. Sie könnten digitale Schrebergärten schaffen, in denen die Leute lernen, wie eine Kartoffel angebaut wird, ohne dass an der Eingangstür Mark Zuckerberg steht und sagt, du hast 10 Kartoffeln angepflanzt, davon nehme ich mir schon mal 2. Diese Räume zu gestalten, und das ist das eigentlich noch viel Wichtigere, braucht eine digitale Zivilgesellschaft. Wir müssen das, was wir da im Digitalen haben, auch verteidigen. Und da kommt es total auf Sie an. Wenn Sie nämlich verstanden haben, was Digitalität bedeutet, dann müssen Sie im nächsten Schritt meiner Meinung nach zwangsläufig auch dafür kämpfen, dass es erhalten bleibt. Setzen Sie sich für Netzneutralität ein. Lassen Sie sich von denen, die einfach so 500 Millionen Euro für einen neuen Konzertsaal ausgeben wollen, nicht Ihre Zukunft verbauen. Sie müssen da mit einsteigen und auch Forderungen formulieren. Für 1%, letzter Punkt, der Rundfunkgebühr könnte man im Digitalen unfassbar viele Sachen machen. Aber stattdessen wird mit der Rundfunkgebühr irgendein Schwachsinn produziert, wie Florian Silbereisen. Das hat seine Berechtigung, soll er von mir aus auch tun, aber 1% weniger würde uns allen nicht schaden und wir könnten es in sinnvolle digitale Projekte investieren. Warum ich mich darüber so echauffiere, und dann ist auch gut, ist, dass sie unfassbare Möglichkeiten vor sich liegen haben und wir alle gemeinsam uns viel mehr anstrengen müssen, dass sie uns nicht verloren gehen. Weil sonst werden sie ihren Enkeln irgendwann mal erzählen, das war damals echt total schön, aber wir haben es leider verpennt, daraus was zu machen. Deswegen appelliere ich an Sie, erkennen Sie die politische Dimension, aber auch die gestalterische Dimension, die da drin liegt. Ein perfekteres Schlusswort hätten wir nicht kriegen können, ein Appell geradezu an Sie. Ich glaube, dass Sie vieles von dem, was Herr von Gehen Ihnen hiermit nochmal auf den Weg gegeben hat, auch schon wahrgenommen haben im Seminarverlauf. Wir haben unsere Spielwiesen mit unserer wunderschönen Blogs-Digitur, EFPM Blog, die haben wir uns auch schon angeschaut. Wenn Sie Ideen haben für neue Spielwiesen, unterstützen wir das natürlich. Ich freue mich schon auf Ihre Masterarbeitsprojekte, wenn Sie sich mit diesen Fragen beschäftigen. Herr von Gehen wird für uns immer auch, weil wir offiziell kooperieren, Ansprechpartner bleiben natürlich. Du bist jetzt wieder Richtung Crowdfunding, Richtung Startnext und in das gehen. Aber zuvor werden wir nochmal ganz, ganz heftig unseren Dank ausdrücken. Und hier kann ich noch kurz sagen, meldet uns nochmal beieinander im Laufe des Tages oder später. Ja. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Alles Gute. Danke. Ciao. Ciao.